im Namen der iranischen Nation, in the name of Iranian Nation, im Namen Millet Iran. Diese Videoaufzeichnung möchte ich gerne als Zusammenfassung meiner Videoaufzeichnungen, die ich in Sachen von Iran und für die Entwicklung der Soziologie, Wirtschaft, Technologie und Politik Iran gemacht habe, machen. Insbesondere möchte ich auch diese Videoaufzeichnung als einen Schritt zur Unterbindung eines Krieges und Aufteilung von Iran benutzen. Iran ist ein Land, die eine 7000-jährige Geschichte hat. Die iranische Tradition und Entwicklung ist unterbrochen worden, circa 1400 Jahre von jetzt zurück, und zwar durch Araber. Die Araber sind ein Beduinenvolk gewesen, die Mädchen lebendig begraben haben, sofort nach dem Geburt, weil für denen ein Mädchen zu haben war eine Schande. Und in diesem Land, in Arabien, ist, in Saudi-Arabien von heute, ist Mohammed, der Prophet von Islam, entstanden. Er war ein Jude, war eigentlich der Mohammed ein Kaufmann, so nennen die Leute, und wir sind der Meinung, dass Mohammed ist eine jüdische Erfindung, um mehr Geld zu kassieren durch die Juden. Und diese Religion, die er propagiert hat, hat er mit 40 Jahren von Jibril oder von Erzengels bekommen, Erzengel Jibril. Und Koran hat er nicht selber geschrieben, sondern der Koran ist geschrieben worden fast genau 20 Jahre später. Und es gab 24 verschiedene Korans, und dieser Koran, die jetzt heute existiert, ist eine von 24. Die Araber haben im Iran Ermordung, Erniedrigung der Frau, Kulturlosigkeit gebracht, und iranische Kultur haben die zerschändet. Die Kinder von Araber, die zwangsweise in einer unehelichen Weise erzeugt wurden, hießen Seyyed. Seyyed heißt Nachkommen von Mohammed. Diejenigen, die durch, weil das ist Quatsch, Mohammed hat keine Nachkommen gehabt, außer die geschichtlichen Bekannten. So viele Nachkommen gibt es nicht bei Mohammed, obwohl er viel Sex betrieben hat. Aber wir können nachweislich sagen, diese sind die Seyyed, sind die unehelichen Kinder von Araber in einer Mutation, Entwicklung, die wir heute sehen. Nachdem Erdöl im Iran gerochen hat, man wusste, dass es im Iran Erdöl gibt, durch die Untersuchungen von Deutschen und Briten. Dabei haben Briten den Vorsprung gemacht und haben im Iran spezielle Agenten geschickt. Eine von diesen Agenten war zum Beispiel Richard Williamson, jemand, der Khomeini viele Sachen beigebracht hat. Und es gibt auch eine direkte Connection zwischen Richard Williamson und Herrn Khomeini. 1872 ist ein Herr Reuter durch British Intelligence Service in Iran gegangen, hat Vertrag gemacht über alle Bodenschätze, alle Erdölvorkommen etc. Und sogar Gelddruck im Iran war auch Sache von Engländern. Und es gab eine Bank Shahi, das heißt Bank von Shah. Und der Vater von Khomeini war der Pförtner von Bank Shahi. Der Großvater von ihm war Pförtner von Bank Shahi in Indien. Was sehr wichtig ist, die ganze Revolution im Iran ist ein Betrug, weil Khomeini war ein Inder, steht auch in seinem Passport und
in Personalausweis, Ruhollah Khomeini Hindizadeh, das heißt Sohn von einem Inder. Und dieser Khomeini stand unter Obhut von Engländer, der Mann hieß William Richard Williamson. Als Herr Khomeini diese umgebracht werden sollte wegen seiner mannigfaltigen Agitation gegen den Schah, ein anderer Ayatollah hat Fehler gemacht, dass er ihn als Ayatollah benannt hat, und Umbringen von Ayatollahs war unzulässig, deswegen hat der Schah ihn nicht umgebracht. Dann ist diese Gesindel nach Irak, und dann als Saddam Hussein die Leute als Agitatoren ausgeschmissen hat, ist nach Kuwait gegangen. In Kuwait hat keinen Platz bekommen, jedenfalls ist am Ende in Frankreich gegangen. Die Franzosen, Amerikaner, Engländer haben mit Herrn Khomeini und seiner Bande, die im Kern bestand aus 5-6 Leuten, aus Herrn Rafsanjani, aus Beheshti, Herr Tabatabai, der seine Schwester als Geschenk für Sohn von Khomeini für Ehefrau gemacht hat, und der Tabatabai selber war ein Libanese, haben Vertrag bekommen. In diesem Vertrag, bevor die in den Iran flogen, war der Krieg mit Irak, Umbringen der Iraner, Zerschändung der iranischen Kultur, dieses jetzige Atomprogramm, was heute Aktualität gewinnt, und der Krieg und Agitationen, so wie Herr Ahmadinejad heute macht, damit ein Krieg begonnen wird und aufgrund dessen Iran aufgeteilt wird, war bereits in deren Agenda, war bereits in Händen von Herrn Ahmadinejad, nicht, aber in Händen von Herrn Khomeini. Als der Khomeini in den Iran gekommen ist und hat man ihn befragt, ob Herr Khomeini welche Gefühle hat, hat die Wahrheit gesagt, er hat gesagt, ich habe keine Gefühle. Das heißt, er hat gesagt, tatsächlich, er ist Agent und er ist beauftragt. Der Herr Peter Charlotte, einer der wichtigsten Männer, der auch im Flugzeug dabei war, auf Anlassung von einem Herrn, den ich sogar kenne und nicht nennen möchte. Und diesen Herrn hat veranlasst, dass Peter Charlotte im Flugzeug ist. Er hat eine Unterlage bekommen, einen Umschlag. Das waren Verträge, die Ayatollah Khomeini für Iran geschlossen hat, um Krieg im Iran zu machen, um Krieg gegen Irak zu machen, um Iraner umzubringen. Diese Sachen basierten auf Interessen speziell von Großbritannien, Amerika und Frankreich, weniger die andere Nation. Und tatsächlich ist diese Revolution eine verfälschte Revolution, ist keine Revolution, sondern ein Betrug, weil es gibt ganz genaue Nachweise, dass Herr Khomeini diese Vereinbarung getroffen hat, weil wir, eine Al-Borsi-Gruppe, wir haben uns auch mit Amerikanern getroffen, wir haben die Bedingungen an uns gestellt und wir haben gesagt, wir werden so regieren, wie wir wollen, nicht so, wie die Amerikaner wollen. Und das haben abgelehnt. Deswegen hat auch Khomeini in seinen Reden immer von großem Satan gesprochen, von Amerikas großer Satan oder großer Shaitan, Shaitane Bozorg, weil Amerikaner mit ihm diese Vereinbarung getroffen hatten. Die Wahrheit ist, dass Amerikaner, Engländer, Franzosen haben in der Zwischenzeit sehr viel Erdöl aus dem Iran etwas bekommen. Was aber im Iran momentan Problem ist, und zwar ein Riesenproblem, iranische Militär hat sich eine Zahl verzehnfacht. Das heißt, wir haben im Iran iranische Armee, wir haben Pasdaran, wir haben Jambasan, wir haben zig Zweige, und diese in der Anzahl sind circa zehnfache. Einkommen von einem Herrn verglichen zu damals, 1500 Tuman Zeit vom Schah, ist heute durchschnittlich um 1,5 Millionen Tuman. Das heißt, wir haben einen Sprung von 1000-fache. Und diese Kosten muss die iranische Bevölkerung bezahlen. Da gibt es überhaupt kein Thema. Und das kommt von Erdöl und Erdgas hauptsächlich und von Kupfer. Das heißt, das, was die Leute bekommen in diesen Bereichen, geht
zum Lasten der Entwicklung in den soziologischen Bereichen. Iran ist in der Zeit, so um die 1873, 72, als die Leute in Richtung von Technologie, Naturwissenschaften in Europa gegangen sind, ist in Richtung Islam gegangen. Schiitischer Islam selber ist eine selbstverfasste Religion, ist eine Sekte, ist keine Religion. Zum Beispiel, Iraner warten auf einen 12. Imam Mahdi, aber 11. Imam hat keine Kinder gehabt, weil er hat Infektionen im Körper gehabt und konnte keine, überhaupt keine, weder Mädchen noch Lungen produzieren. Das ist ein Punkt. Aber der andere Punkt ist, Iraner momentan haben Probleme von Knowledge. Das heißt, die lesen wenig, die verstehen wenig, die dürfen auch keine Parteien aufbauen. Und im Iran hat eine sogenannte Wahllosigkeit stattgefunden oder diktatorische System hat sich eingenistet. In Islam ist dies verboten, dass eine Person regiert. Dieses Kalifatentum ist nach Muhammad gewesen. Nach System, was Muhammad hatte und hat, ist so, dass Islam plädiert für Liberalismus und eine Entscheidung des Volkes, nicht eine Person wie Herr Ayatollah Khomeini oder nicht wie eine Person wie Mr. Khamenei als entscheidende Khalifa oder Person, die entscheidet, was wird getan, ob ein Krieg oder Atomentwicklung oder atomares Programm gemacht wird oder nicht. Diese Entscheidung haben Iraner nicht mehr zu treffen. Und auf Basis dessen, dass die auch keine Parteien aufbauen können, ist eine fantastisch schlimme Situation im Iran entstanden. Und Iraner haben sogar einen Luxus sich geleistet, dass sie Azad-Universitäten gemacht haben, damit die jungen Menschen überhaupt sich nicht entwickeln können. Diese Probleme führen dahin, dass Iran in den kommenden Jahren Riesenprobleme bekommen wird und wahrscheinlich wird in einen Krieg hineingehen. Um diesen Krieg zu vermeiden, muss existierende Regierung Gewalt übergeben an eine andere Gruppe, die mit Technologie, mit Wissenschaft dieses Land im Griff bekommt. Auf der anderen Seite, die iranische Regierung hat die Russen nach Südiran und gesamte Iran gebracht und die Chinesen. Diese Leute, diese militärischen Kräfte aus dem Iran rauszuschmeißen, ist eine Kunst. Dann hat Regierung Iran gezielt tonnenweise Opium, Heroin, Kokain jungen Menschen gegeben, damit die Leute gefügig werden, damit die Leute zuhören, was die Regierung sagt. Aber das wird gerade nebst Anwesenheit von Russland, was eine Gefahr ist, weil Russen würden sehr schnell andere Erdölländer überfallen können über Nacht und dann hat Westen nicht mehr zu lachen, weil dann 70% von gesamte fossile Energie ist in Händen der Russen. Um dieses Problem zu lösen, ich schlage vor, dass wir gehen in Richtung Technologie. Wir sind eine Gruppe aus Aserbaidschan, aus persischem Aserbaidschan, Hauptstädte sind Tabriz und Urumiye. Und hinter mir stehen einmal Aserbaidschanis und einmal auch diese Leute, die in Alborz College, American College studiert haben. Und wir sind mehr wissenschaftlich orientiert. Aber wir können auch Sachen machen, die in Richtung Ordnung gehen, aber wir möchten nicht zum Beispiel Rechte der Frauen unterminieren und wir möchten, dass die Frauen gleiche Rechte haben, wir möchten gerne, dass in Iran Säkularismus herrscht oder überhaupt keine Religion, Religionsfreiheit. Im Iran darf nicht diktiert werden, wer welche Religion hat. Jeder muss selber bestimmen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Aber wichtiger ist, dass wir die Russen aus dem Iran rauskriegen, Chinesen aus dem Iran rauskriegen, eine vernünftige Ordnung im Land haben und nicht viel Geld für Ordnung rausgegeben wird, weil das wird am Ende nicht viel Entwicklung bringen, diese enorme Kosten für Militär. Und Iran muss aufpassen, dass nicht in den Nationalkrieg hineingeht. Herzlichen Dank, mein Name ist Karim Amigi.